Herzlich, herzlich und herzlich willkommen. Der Cool Savas steht hier auf Joyce, ist kurz vor einem absoluten Höhepunkt. Der King Cool Savas wird nämlich in wenigen Minuten hier live bei uns im Living Room rein sein für ein Live-Exklusiv-Konzert. Also gib it up! Woo! Der Savas ist ja schon zum zweiten Mal hier bei Joyce, oder? Aber heute, meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, wird echt ein bisschen Schweizer Fernsehgeschichte geschrieben. Er spielt nämlich Songs, die ihr auf joyce.ch vorher selber können abstimmen konntet. Hey, was soll er überhaupt spielen? Wir haben eine exklusive Skype-Verlosung, die man hier im Hintergrund sieht. Der Typ, der Artwork für das Aura-Album gemacht hat, hat uns freundlicherweise original von einem Juice-Auftrag zur Verfügung gestellt. Ein glücklicher Gewinner. Jemand von euch gönnt das heute. Also da einmal einen kleinen Applaus, für das wir jemanden huere glücklich machen. Huere glücklich machen. Und natürlich könnt ihr zuhause, wie immer hier bei uns auf Joyce und auch im Living Room, eure eigenen Fragen am Star stellen. Für das geht ihr auf joyce.ch/onair oder geht auf joyce.ch und klickt oben links auf das On-Air-Zeug. Und dann könnt ihr eure ganz eigenen Fragen live in die Sendung stellen. Und wer liest mit? Meine Assistentin Sarah! Woo! Auch einen Applaus für Sarah! Und wer in der letzten Zeit so ein bisschen Living Room mitverfolgt hat, der weiss, dass wir beide huere gickerig sind auf den heutigen Tag. Es wird huere gross. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ich zittere ein bisschen. Wie geht's für dich? Ja, schon. Also, wir hatten ja beide auch schon mal kennenlernen, ja, aber trotzdem, es ist huere heftig. Und das Publikum, das heute auch hier ist, wollen wir doch vielleicht auch noch mal kurz vorstellen. Publikum, applaudiert euch mal auch selber! Gehen wir doch gerade mal rasch schauen, wer denn eigentlich so da hockt. So, Leute zusammen, wie heisst du? Ich bin der EG. Der EG, okay. Und wieso schaffst du es, dass du da hockst, so exklusiv nach einem Arm vom Cool Savas weg und vom Sir J. Mo Mitchell? Wie hast du das geschafft? Also, er ist mein grösstes Idol. Und weil ich auch selber Texte schreibe und so, habe jetzt neu angefangen. Er ist schon so mein grösstes Idol. Und ja. Das ist natürlich ein hoher Glückstag für dich heute, oder? Ja, ich freue mich tatsächlich. Okay. Jetzt haben wir aber noch wissen, wie habt ihr überhaupt da, wie habt ihr das da ins Joyce-Studio geschafft? Was hast du machen dafür? Also, letzte Woche war ich auf Eidgenossen, dann habe ich eben gesehen, Savas-Day und Wettbewerb, was sie noch Tickets haben für Verlosung. Und so etwas wie das habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon 8 Mal live gesehen. Und darum ist es cool, jetzt muss etwas erleben. Geiles Sieg. Und darum wünsche ich euch allen huere viel Spass. Geniesset die Show, geniesset die Show. So, und jetzt würde ich eigentlich auch noch ganz kurz Sir J ein High Five geben. High Five, Sir J. Und auch vielleicht noch einen kleinen Applaus für den Sir J. So, und jetzt müssen wir schon ein bisschen schauen. Haben Sie das Gefühl, wenn der Cool Savas jetzt schon gesehen, sollen wir ihn rausholen? Wirklich? Sollen wir ihn rausholen? Okay, dann. Darf ich jetzt jemanden announcen, ein Ausnahmetalent, nicht nur mit grossen Worten, sondern wie wir schon im Oktober bei Joyce haben herausfinden, auch mit einem verdammt grossen Herz. Und darum, give it up und macht Lärm für mein Mann, der Cool Savas! Alles klar. Hallo, wie geht's dir? Welcome. Wir können gleich hier ein bisschen stehen bleiben. Jo. Super. Erstens mal natürlich, Savas, freut mich riesig, dass du jetzt wieder hier bist. Warst ja schon vor 3 Monaten hier. Ja. Aber du hast ja wahrscheinlich verdammt viel los momentan. Ja, auf jeden Fall. Tourvorbereitung, Tour und so weiter und so fort. Aber ich habe trotzdem Rasiermaschine auch mitgenommen. Du weißt Bescheid. Oh, ich nachher erledigen wir das. Alter. Ich wollte dich gerade fragen, ob du nicht Nein, ein schlechtes gut. Gewissen alles hast, gut. Oder? Nein, überhaupt nicht. Aber hast du gesehen, wie ich dazugelernt habe? Ich habe ja, es jetzt so gemacht. Seitlich gemacht. Ne? Du hast ja gefunden, ich habe so die eklige Tolle gehabt. Genau, du bist die Tolle losgeworden und jetzt bist du noch hübscher als davor, auf jeden Fall. Oh shit, aber immer noch no homo, wie wir etabliert Standard. Haben. Standard. Standard, oder? Du bist das zweite Mal bei Joyce. Das ist ein sehr intimer Rahmen, was du hier machst. Das
passiert nicht alle Tage. Nee. Gibt es einen Grund, wieso du es gesagt hast? Okay, doch, nee, bei Choice, wieso nicht, finde ich noch. Weil es so einen Spaß gemacht hat beim ersten Mal. Das ist einfach eine junge, dynamische Sendung. Das klingt jetzt voll floskelmäßig, aber es ist auf jeden Fall interessant. Das ist mal was anderes. Es ist kein Viva, kein MTV, sondern es ist einfach frei, es ist echt und es fühlt sich gut an. Und es ist natürlich auch super, wenn wir Leute wie Kusa was hier haben. Also nochmals Applaus. Jetzt, du wirst hier heute ein exklusives Live-Konzert spielen, zusammen mit deinem Backup-MC Mo Mitchell, den wir alle auch bestens kennen. Genau, und natürlich dem Sir Jay, den wir auch alle kennen. In den letzten 3 Monaten, das hast du ja bei Knäckebuhl schon ein bisschen erzählt, das Leben hat sich schon ein bisschen verändert für dich, ne? Fühlst du dich jetzt anders als vor 3 Monaten, als du bei mir in der Show warst? Oh, nee, nicht wirklich. Also ich bin froh, dass das Projekt angekommen ist natürlich. Und auf der anderen Seite, man will irgendwann das Ganze auch so ein bisschen hinter sich lassen so, mhm, und versucht dann wieder die Augen zu öffnen für neue Sachen. Und das ist jetzt auf jeden Fall der Fall. Ich habe das Gefühl, so am Ende der Tour, am 28. ist der Abschluss in Berlin. Ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall einen großen Berg Arbeit bewältigt und haben neue Sachen dazugelernt. So. Und jemand wird auch einen großen Berg Post bekommen, nämlich ein Skyper wird dieses exklusive Gemälde von Onur abstauben. Ich wollte es eigentlich haben, aber ich kann ja mich nicht selber anskypen. Es wäre ja auch ein bisschen wie Masturbation, so eine Art, ne? So das eigene Bild hängen, nicht? Stimmt, nee, wäre überhaupt nicht unbescheiden, so im Schlafzimmer. Nee, ich finde es sehr geil. Ich hoffe also, dass es jemand bekommt, der das auch zu würdigen weiß, zu schätzen weiß. Und ganz das nicht genau. Keine Ahnung, als Schneidebrett oder so. Nee, das passiert nicht. Und darum, wenn jemand von euch das geile Teil abstauben will, skypet uns rein, wir heißen choice.tv. Alles andere findet ihr auf choice.ch. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung. Jo. Und nachher, Ladies and Gentlemen, geht's los mit dem exklusiven halbstündigen Live-Konzert. Also, stay tuned!